So, hallo zusammen. Und zwar habe ich ja in einem der letzten Videos gefragt, ob jemand von euch Interesse daran hat, wenn ich den Day-Wechselrichter vorstelle. Und es kamen einige Kommentare zurück, dass es durchaus sehr interessant sein könnte. Genau, daher draußen ist ein beschissenes Wetter, es regnet die ganze Zeit. Tja, dann kann ich das ja wunderbar machen. Genau. So, ich werde ein bisschen was über die Verkabelung erzählen, die Ansteuerung einer Wallbox und allgemein, wie das mit der EL-Batterie verbunden ist. Ja, genau. Wenn das für euch interessant ist, bleibt dran. Wie immer freue ich mich über Likes und Abos und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles so gut es geht zu beantworten. Dann mal viel Spaß. So, im letzten Video habt ihr ja das Foto, beziehungsweise habe ich am Ende das Foto eingeblendet, wie die Anlage aussieht. Hier sind wir direkt vor Ort. Hier ist noch eine Vestel Wallbox. Und ja, wir fangen mal vorne an. Also so sieht es aus. Und zwar da oben kommen quasi hier die Kabel kommen vom Netzbetreiber, also direkt hinter dem Zähler vom Netzbetreiber. Man kann natürlich auch da noch eine Sicherung davor schalten. Also je nachdem, wie das vorgeschrieben ist. Also wie gesagt, hängt ein bisschen vom Netzbetreiber ab. Also diese Leitungen oben kommen direkt vom Netzbetreiber rein. So, und dann hier werden die hier aufgeteilt. Diese Geschichte hier ist relativ optional. Man muss es nicht machen, aber es macht definitiv Sinn. Das ist ein 102-Umschalter. Das heißt, die Leitungen, die von hier oben, also die hier oben sind, die werden entweder von der ersten Linie oder von der zweiten Linie versorgt. Das hat den Grund. Und zwar, wie gesagt, also hier kommen die Leitungen vom Netzbetreiber und werden hier dann eben verteilt. Die eine Leitung geht direkt runter zum D und die zweite läuft dahin. So, vom D, also hier unten sieht man das, das kommt vom Netzbetreiber, das läuft zurück. Genau, das läuft dann darunter, kommt da hoch und läuft hier rein. So, und zwar hat dieser Umschalter diesen Zweck. Der D ist hier quasi seriell in die Verkabelung eingeschaltet. Also alles, was vom Netzbetreiber, wie gesagt, kommt, läuft eben durch den D durch. Also der liegt definitiv in der Leitung, also nicht parallel an der Leitung, sondern alles läuft durch den D. Und zwar ist es deswegen, weil der D ja auf allen drei Phasen kann den Notstrom be bereitstellen. Das geht bei Victron zum Beispiel auch, allerdings braucht man dafür drei Multiplus und hier reicht eben ein Gerät. Genau, und sollte halt irgendwas sein, ne? Also sollte irgendwie der D kaputt gehen, sollten da Updates stattfinden, aus welchem Grund auch immer, dass der halt eine längere Zeit ausfällt, kann ja alles passieren, ne? Auch bei allen Herstellern. Dann kann man hier mit diesem Umschalter quasi, also das ist ja hier die Leitungen, die zum Das hier oben sind die Leitungen, die zum Haus zurückführen, also eben in die Hausverteilung. Also alles, was hier im Haus ist, hängt an diesen Leitungen. So, und dann kann man hier einfach mit diesem Umschalter zack nach unten und dann wird eben direkt quasi der Strom vom Netzbetreiber läuft dann hier durch, läuft hier durch und geht ins Haus rein. Also läuft quasi komplett am DE vorbei. So, wenn es aber hier, so wie jetzt, oben steht, dann läuft eben nicht am DE vorbei, sondern eben durch den DE durch. So, hier unten die Anschlüsse sind soweit erklärend, selbsterklärend. Also hier, wie gesagt, das Netz. Dann, oh, wir haben das im falschen Eingang reingemacht, aber das ist egal eigentlich. Also wie rum man das macht. Hier unten sind einfach, also hier dahinter sind die Anschlüsse. Ich werde dann später mal ein Bild einblenden. So, hier seht ihr jetzt gerade die Anschlussseite vom D. Genau, und zwar links ist soweit klar. Da kommen die beiden Akku-Anschlüsse hin. Ziemlich, ja, ziemlich starkes Zeug. Das sind M10-Schrauben. Also da braucht ihr Kabelschuhe für M10.
Dann in der Mitte haben wir dann ja, die Anschlussseite für alle möglichen Sachen. Oben haben wir dann erstmal die zwei Buchsen für die Parallelanschluss, also für den Parallelanschluss von mehreren Dänen. Die werden dann hier in so einer Daisy Chain angeschlossen. Dann haben wir einen Meter-Anschluss, wenn man jetzt einen Energiemeter hat. Das ist ein 485-Anschluss dafür, also Modbus. Genau, dann hat man da unten eben nochmal einen Modbus-Anschluss und nochmal einen BMS-Anschluss. Also BMS ist klar, da kommt BMS rein und der Modbus, da kommt eben der Anschluss für den, ja, für den Raspberry oder eben Orange Pi, wenn man Solar Assistant anschließen möchte. So. Und an den unteren Pins dann, also von Anschlüsse 1 bis 8, da kommen dann die CTs hin, wenn man die CTs für die Strommessung anschließen möchte. Aber wie gesagt, bei einem seriellen Anschluss SD, also sprich mit Notstrom und so weiter, dann braucht man diese Anschlüsse nicht, weil er dann intern misst. Und die zweiten Anschlüsse, das sind dann ja alle möglichen Konnektoren müsste man tatsächlich jetzt im Handbuch gucken, wofür. Also eben für irgendwelche Spezialgeschichten. Genau, dann kommt eben dieser dicke graue Block, also der dunkelgraue Block. Das ist tatsächlich eine 50 Ampere Sicherung für den Grid-Eingang. Also der D kann bis zu 40 Ampere pro Phase durchleiten. Und das ist hier eine 50 Ampere Sicherung, also einfach als ja, wenn mal ein Kurzschluss ist oder sowas. Genau, so, und dann kommen jetzt ganz rechts mit dem hellgrauen, da kommen eben die zwei Anschlüsse. Hinten ist dann der Generatoranschluss und vorne dran ist dann eben der Lotanschluss, also das ist quasi die Notstromseite vom D. Ja, soweit relativ übersichtlich und ja, ziemlich leicht verständlich. Genau, genau. Dann hier, das ist das Kommunikationskabel zu der Batterie. Der wird hier einfach am Kain angeschlossen. Ups, ein Spinnchen. Hat sich schon gemütlich gemacht. Und ja, genau. Also der Akku läuft halt ganz normal. Der ist ja hier mit 35 Quadratmillimeter Kabeln angeschlossen. Das reicht für 200 Ampere locker. Und genau, und dann kommt das hier rein und da ist die Batterie. So, was hier noch angeschlossen ist, das ist hier so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, DC-DC-Konverter. Der macht daraus 5 Volt USB. Und da dran ist eben so ein kleiner Orange Pi angeschlossen. Hat den Grund, der ist hier über ein RS 485 USB Adapter ist der am D angeschlossen und fragt ihn halt komplett ab und zwar ziemlich schnell und ziemlich häufig. Also sprich, das ist eine viel, viel bessere Alternative als die Cloud von D selbst. Muss man nicht machen, kann man machen. Hat eben auch den Vorteil, dass man da zum Beispiel EVCC drauf installieren kann, was dann eben die Wallbox steuert wegen Überschussladen. Genau, so. Jetzt kommen wir mal zu der Konfiguration selber. Ja, das ist relativ einfach. Jetzt machen wir mal, gehen wir mal ein bisschen durch, was es hier so alles gibt. Also erstmal die Basis-Settings. Da ist eigentlich nicht viel. Muss man so machen, dass es nicht spiegelt. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Übliche. Dann gibt es da Sprache, die man da einstellen kann. Ich bleibe normal meistens bei Englisch. So, das war es eigentlich auch schon. Dann die Batterie-Settings. Da ist das Ding auf Lithium eingestellt, dass er halt Bescheid weiß, dass dann eben alles von dem vom Lithium quasi, also vom BMS automatisch alles an den D berichtet wird und eingestellt wird. Da kann man dann eben ein paar Sachen einstellen, wann er laden soll, mit wie viel Ampere mindestens laden soll. Genau. Dann das
sind eben die Grenzen. SH Energy ist dann das BMS, wie das eben erkannt wird. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht, weil alles läuft dann eben mit der Batterie läuft dann quasi alles automatisch. So, Device-Info, das sind ein paar ja, Versionsinformationen, mehr ist dann nicht. So, dann kann man hier die Grid-Settings noch einstellen. Klar, das ist auf VD eingestellt hier in Deutschland. Ja, also da gibt es einige Einstellungen, die man da vornehmen kann. Aber normalerweise, wenn man das Grid einstellt, dann ist das alles auch korrekt eingestellt. Genau. So, ja, wie ihr seht, man kann hier alles Mögliche wirklich einstellen. Das ist absolut hammermäßig, was hier so alles drin ist. Genau. So, dann, was auch noch etwas wichtig ist, das ist quasi hier der System Work Mode. Das ist sehr wichtig. Also dadurch, dass quasi der ganze Strom durch den D läuft, braucht man auch kein Messgerät irgendwie am Lot oder so am Haus, der irgendwie überprüft, wie viel wird verbraucht oder so oder sonstiges. Sondern man macht hier einfach dieses Zero Export to Load. Das heißt, er misst den Strom direkt am Lot intern. Und quasi sorgt dann dafür, dass der Verbrauch quasi immer bei Null liegt, vom Messbetreiber aus gesehen. Genau, also es wird dann eben, hier sieht man dann auch, also es wird dann zuerst, der Load wird zuerst versorgt und dann wird die Batterie geladen, das ist soweit klar. Hier kann man dann auch einstellen, wie viel maximal eingespeist werden soll. Hier oben ist dann die maximale Solarleistung, die installiert ist. Grid Peak Shaving, bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wofür das da ist, aber ja, normalerweise braucht man das nicht. Genau, das ist auch sehr wichtig und zwar hier kann man dann einstellen, wie viel Power zu welchen Uhrzeiten bereitgestellt werden soll. Normalerweise braucht man das nicht. Es gibt eventuell irgendwelche Spezialanwendungen, aber prinzipiell ist hier halt alles so definiert, dass immer 12 kW bereitgestellt werden sollen. Und zwar, und wenn der Akku, also der Akku soll bis 20% entladen werden und sollte er unter 20% entladen werden, dann wird er durch das Grid eben geladen. Genau. Ja, und das sind die Tage, wann es immer laufen soll. So, mehr gibt es da nicht. So, dann, was haben wir hier bei Advanced? Oh, Advanced, Advanced, Advanced. Ja, gut, das sind die Spezialsachen. Ich glaube, da müsste man sich tatsächlich in die Bedienungsanleitung anlesen. Also, die sind normalerweise nicht notwendig. Irgendwas mit Windturbinen kann man hier einstellen und ah ja genau, das ist hier, wenn man mehrere von den DS hat, dann kann man eben ein Master einstellen und dann die anderen sind dann Slaves und dann arbeiten die halt im Verbund zusammen. So, mehr gibt es da auch nicht. Grid Settings hatten wir. Was auch noch wichtig ist, was DE gibt, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und zwar, das ist dieser Genport-Use. Also er hat einen Genport, ein Ausgang ist das tatsächlich. Also er kann beides. Er kann sowohl einen Generator ansteuern als auch einen Mikroinverter oder eben einen Smart Load. Generator ist klar. Generator, wenn irgendwie benötigt wird, kann ein Signal schicken und dann kann ein Generator angehen, Diesel oder was weiß ich immer. Und dann kann er durch diesen Generator hier eben das quasi laden. Mikroinverter ist auch klar. Dann da kann man eben irgendwelche zusätzlichen Paneele eben über ein Mikroinverter laufen lassen. Einphasig, dreiphasig, vollkommen egal, kann man dann eben reinmachen. Smart Load kommt tatsächlich für die in Frage, die irgendwie eine Heizspirale in ihrem Warmwasser haben. Das heißt, man kann dann eben hier einstellen, dass der zum Beispiel bei 90%, wenn der Akku voll ist, quasi diese Heizspirale startet und gut, 30% ist natürlich ein bisschen wenig, aber sagen wir mal zum Beispiel 80 oder 75%,
tut er sie wieder dann abschalten. Und somit könnt ihr eigentlich den kompletten Überschuss ins Warmwasser rein pumpen lassen. Eine ganz tolle Sache. So, was gibt es hier noch? So, hier gibt es sonst nichts. Und genau, hier gibt es noch den. Ah ja, das hatten wir ja schon tatsächlich. Ja, das war es eigentlich schon. Also, wie gesagt, der Dehe ist in der Hinsicht sehr, sehr, sehr einfach. Es gibt zwar massig Sachen zum Einstellen, aber prinzipiell läuft das Ding Plug and Play. Also das Kabel ist tatsächlich ein stinknormales LAN-Kabel. Das anschließen, starten, fertig. Der Akku ist tatsächlich, also die EL-Batterie ist tatsächlich als Default auf DE, Grohwatt und sowas eingestellt. Und genau, das Einzige eben zusätzliche ist das hier. Das ist eben dieser Orange Pi, auf dem läuft Solar System. Ich pack mal den. Entschuldigt bitte, hier fahren ab und zu Autos vorbei. Ich pack mal da den Link in die Beschreibung rein. Zahlt man einmalig ein bisschen für die Software und das war's. Und dann hat man eigentlich eine ganz tolle Oberfläche. Ich denke mal, ich werde sie am Ende auch noch mal kurz einblenden. Mit Werten, die alle in Echtzeit sind. Genau, das war es eigentlich auch schon tatsächlich von dieser Anlage. Wie gesagt, die läuft jetzt schon seit circa 2 Monaten. Ich musste nie was machen, nie einschreiten oder sonstiges oder irgendwelche Werte verändern. Läuft einfach. Okay, dann war es das erstmal zu der also zu der Konfiguration und zum Aufbau vom D. Ich habe tatsächlich ein bisschen vergessen, die Oberfläche hier zu zeigen. Das ist natürlich auch sehr interessant. Und zwar, das sind das quasi hier die Statusanzeigen, die man direkt am Gerät sieht. Also hier ist klar, das ist der aktuelle Status von dem ganzen Teil. Kann man dann eben alle Werte in der Übersicht eben sehen. Genau so, dann kann man hier, wenn man jetzt auf Solar klickt, dann sieht man jetzt die einzelnen Ströme, die einzelnen Spannungen von den einzelnen Eingängen. Genau, bei Energy sieht man hier tatsächlich auch das Ganze als Grafik. Das ist sehr interessant. Also hier gibt es das Ganze auch im Total. Also ja, kann man hier zum Beispiel Mond. Also da sieht man jetzt, wie viel erzeugt wurde. Also war eigentlich ein sehr schöner Tag, sehr, sehr schöner Monat. Ne? Das ist jetzt heute, obwohl es regnerisch ist, also tatsächlich durchaus eine sehr, sehr coole Leistung. So, dann kann man hier eben auf den Akku gehen. Da sieht man auch ein bisschen, wie die Spannung ist, wie der Strom ist, Temperatur vom Akku und so weiter. Dann kann man eben aufs BMS gehen. Und sieht ja tatsächlich auch, dass er jetzt den Charge Limit auf 0 Ampere gesetzt hat. Discharge Limit ist klar, keine Alarme gesetzt. Das ist die Spannung von der Batterie. Naja gut, er ist jetzt klar auf oberem Limit. Ist soweit alles in Ordnung. So, dann kann man hier tatsächlich auch das Haus sehen, was gerade verbraucht wird, wie viel auf jeder Phase und so. Was gibt es denn hier bei Forst? Steht nichts. Kann man aber hier wiederum auch eben die ganze Übersicht sehen vom ganzen Tag, wie viel wann verbraucht wurde, wie viel wurde im Monat verbraucht und so weiter und so fort. Also das hat man hier direkt. Und hier sieht man eben vom Grid. Ja, wie man sieht, heute absolut nichts gekauft. Klar, 3,1 Kilowattstunden eingespeist. Wahrscheinlich ging erstmal alles in den Akku rein, dass er eben geladen war von der Nacht aus. Und dann werden halt hier die einzelnen Phasen angezeigt. Genau. Und hier sieht man tatsächlich auch wieder, wie viel, das ist glaube ich die Eigenverbrauch, wie hoch prozentuell glaube ich der Eigenverbrauch war. Oder ist das, ah nee, ich glaube die 100% sind tatsächlich von der Erzeugung. Entschuldigung. Na, gehst du hier auf den Monat? Kann ich nicht. Ah, das ist der Tag. Na komm. Ah ja, okay. Das ist die Einspeisung tatsächlich. Okay. Ja,
Genau, also das sind jetzt alles so diese Teile, die man direkt am an dem ja oben da sind halt klar die Einstellungen, wo wir halt vorher waren. Genau. Das sind alles die Sachen, die man direkt am Gerät sehen kann. Aber wie gesagt, normalerweise, wenn man halt eben diesen Solar Assistant hat oder eben auf die Cloud, na komm schon, stelle ich mal scharf hier. Wenn man auf die Cloud geht, dann sieht man halt die ganzen Sachen auch. So, hier zeige ich jetzt mal die eigene Solarman-App, nennt man das. Ja, die gibt es auch fürs Handy. Die kann man hier auch tatsächlich im ganz normalen Browser aufrufen. Eigentlich ist sie ausreichend. Also wenn man jetzt nicht irgendwie andauernd wissen möchte, was die Anlage produziert und das Ganze auch noch sekundengenau und so weiter, dann reicht die vollkommen aus. Genau, also hier links kann man tatsächlich eben für den Tag das Ganze sehen, kann man hier auch noch irgendwie ein paar Sachen auswählen, die man sehen möchte. Also ja, prinzipiell ist das okay, aber eben wenn man ein bisschen mehr Infos haben möchte, dann ist es natürlich nicht ganz ausreichend. Hier sieht man es zwar nicht, ah ja, obwohl doch, hier sieht man, okay, das ist das Wetter, wann es aktualisiert worden ist, das ist schon mal nicht schlecht. Aber prinzipiell sind diese Diagramme, die man hier so sieht, die haben alle eine Verzögerung von ja, circa 4, 5, manchmal sogar 10 Minuten. Also wenn das einem reicht, dann ist es eigentlich in Ordnung. Aber wie gesagt, jemand wie ich zum Beispiel, ich möchte manchmal ganz genau wissen, wann was gemacht wird, wann was produziert wird. Und da ist das absolut nicht ausreichend. Aber man muss es mal gesehen haben. Also so ähnlich sieht ja auch aus in der App auch auf dem Handy. Man kann sie auch von unterwegs abfragen. Nur ist das halt jetzt alles irgendwo auf einer Cloud, irgendwo in China, ne? Wenn das okay für einen ist, dann kann man das machen. Aber wenn man das nicht möchte, dann eben bleibt noch der Solar Assistant übrig. Den zeige ich jetzt auch gleich. So, das ist jetzt die Seite vom Solar Assistant. Prinzipiell ähnlich aufgebaut wie die Seite von D. Allerdings ein bisschen andere, ja, ein bisschen anders dargestellt und ein bisschen detaillierter, was einige Diagramme angeht. Tatsächlich, das Ganze basiert auf Grafana und ja, man kann natürlich auch viel, viel besser da irgendwo in die Werte reinzoomen und die Sachen anschauen und so. Und genau, und das ist tatsächlich eine Echtzeitaktualisierung. Also das ist nicht irgendwie verzögert mit irgendwelchen Minuten oder so, sondern wirklich in Echtzeit. Und das Ganze funktioniert auch unterwegs auf dem Handy. Da kann man eben die Seite auch hinterlegen als App. Und dann hat man das Ganze dann eben auf dem Handy direkt, ne? Genau. Wenn man hier dann eben draufklickt, dann sieht man die ganzen Werte, die da sind. Man sieht vom Akku die ganzen Werten, State of Charge und so weiter, die Power. Also das sieht sehr interessant aus und hier auch die Charts. Man kann hier eben einstellen, wie man das von Grafana kennt. Man kann die ganze Woche einstellen zum Beispiel. Oder was haben wir hier? Wir machen können eigentlich die letzten 7 Tage zum Beispiel. Dann sieht man wunderbar alles. Üblicherweise macht man normalerweise the day so far. Und dann sieht man das, was heute alles erzeugt wurde. Wie viel wurde in den Akku geladen? State of Charge, von den einzelnen Eingängen alle Werte, dann die PV-Erzeugung, wie hoch war die Spannung von dem Akku, wie hoch war der Strom, Temperatur vom Akku, also wirklich alles sehr, sehr, sehr detailliert, inklusive Grid Frequency und so weiter und so fort. Also wirklich alle Daten, die man haben möchte. Was ganz toll ist, ist natürlich diese Übersicht. Also das ist hier wirklich für
Für alle Enthusiasten, die mit Daten hantieren möchten. Also hier sieht man tatsächlich für jeden einzelnen Tag in den letzten 30 Tagen, wie viel wurde erzeugt, wie viel wurde verbraucht und so weiter und so fort. Hier die letzten 52 Wochen, also sprich, das ist der letzte Jahr, also die letzten 12 Monate oder eben die Wochen, wie viel wurde erzeugt und so weiter. Dann sieht man hier halt auch alle möglichen Einstellungen. Das hat man vorher auch schon bei dem DE gesehen. Also hier kann man die tatsächlich auch editieren und kann man eben Einstellungen machen. Hier hinten ist die Konfiguration von dem ganzen Teil. Das werde ich jetzt nicht anzeigen, weil da sind stehen einige persönliche Sachen drin. Aber sollte prinzipiell selbsterklärend sein. Die Software kostet prinzipiell circa 50 Euro, glaube ich, die Software selbst. Wenn man das Ganze dann eben mit einem Orange Buy oder sowas kaufen möchte, dann zahlt man etwa 130 € nochmal für den Orange Buy. Allerdings gibt es den auch viel günstiger irgendwie bei AliExpress. Oder man nimmt einen Raspberry Pi, irgendeinen gebrauchten 3B Plus, den man rumliegen hat. Und dann kann man die Software eben einmalig kauft man die und dann hat man also lebenslang quasi diese Übersicht zur Verfügung. Genau, das war's jetzt für den D. Ich freue mich, dass ihr so lange da geblieben seid, wer noch dabei ist. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich über ein Like und über ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.